Exile, servus meine Lieben und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Code in Exiles mit Voucher und mit unserem Codeless. Schön, dass ihr da seid. Es ist ein bisschen Zeit ins Land gestrichen. Ich habe ein ganz klein wenig noch die Mauern verstärken können untenrum, wie wir es vorgehabt haben. Unsere Thralls sind soweit ausgerüstet. Hier die Beweglichkeitskämpfer der ersten Generation, beziehungsweise die besseren. Hier steht dann nochmal Tugra und unser Dreier Bogenschütze. Denen habe ich auch mal eine Rüstung verpasst. Blutwurz und die Klaue. Die sitzen hier und da drüben unsere drei Stärkekämpfer. Einmal Markos, der Narkos und natürlich der Lincia. Dann habe ich ein bisschen in Sicherheit gebracht. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie ich aufgestellt bin, bevor wir die Zäuberung triggern. Und ich will noch mal kurz nach Waffen gucken. Hier oben habe ich mal die Tiere, wo ich nicht sicher bin. Ne? Also Blutwurz habe ich, Huma habe ich auch noch mal gelevelt. Der ist aber erst Level 8 geworden. Hat nicht die geilsten Werte. Das, was ich hier drin habe, das zählt nicht. Da habe ich einfach wieder aufgeräumt. Dann haben wir hier unseren Zweier Bogenschütze, den habe ich einfach mal hochgestellt, zusammen mit dem Zureichern unserer Tänzerin und unseren Reittieren. Ansonsten verteilen wir die jetzt gleich, Günther und der andere, die stehen da hinten, da wird nicht viel los sein. Mein Ziel oder beziehungsweise die Hoffnung ist, die kommen durchs Haupttor 1 und hinten durch die Barrikade, da habe ich jetzt mal auch mit Sturmglas aufgebaut, das kommt aber so, wie es jetzt da ist, wieder weg. Hier bauen wir ja noch ein zweites Tor hin. Ne? Ich würde einfach mal hoffen, dass die hier kommen und vorne und da passen wir uns jetzt so an, dass wir da hin und her pendeln. So, wer ist er hier? Das ist der erste Wapnier, glaube ich, den ich hatte. So, und jetzt zeige ich euch noch kurz die Mauer. Die geht jetzt ja hier rum, dann haben wir hier Naturstein. Dup, dup, dup. Ihr seht jetzt, ich habe das hier genauso gemacht, wie wir es gemeinsam gemacht haben gestern. Einfach untenrum ein bisschen verstärkt. Weil ich nehme nicht an, dass sie hier hochkommen. Möglicherweise kann es aber sein, dass sie sich den Punkt hier raussuchen und sich durchschlagen wollen. Dann müssen wir natürlich umschichten. Ich weiß ja auch noch nicht genau, was kommt. Hier hat man es nicht gereicht. Da hoffe ich einfach das Beste. So. Ansonsten die Säuberung heute, die machen wir eine Stufe höher. Das wäre dann im Gegensatz zum letzten Mal auf Stufe 4. Und wir lassen sie so 20, 25 Minuten laufen. Ist ja auch ein bisschen so der erste Test. Wie sind unsere Mauern? Wie funktioniert das hier alles? Ne? Hier muss ich natürlich dann irgendwann fertig bauen. Mache ich auch. Also den Turm will ich dieses Mal richtig schön wuchtig hochziehen. Altes Relikt bleibt natürlich jetzt hier einfach mal bestehen. Das können Sie von mir aus wegschlagen, falls Sie hier den Weg hochkommen. Die zwei, die stehen einfach da. Die sind jetzt auch nicht so fest verankert in meiner Defense. Hier war dann wieder die natürliche Wand. Und wie ich es gesagt habe, das hier unten darf alles zerstört werden. Darf eine Ruine werden. So Leute, jetzt habe ich ganz, ganz viele Hinweise gelesen, weil ich ja alle Beweglichkeitskämpfer mit Dolchen ausrüste und teilweise auch nicht wirklich happy war. Es gibt wohl Kurzschwerter im Spiel, da habe ich auch schon mal geguckt. Und ich richte mich jetzt einfach mal an den Mats, die wir aktuell haben. Und das wäre meiner Meinung nach Stahl. Ja, ich schalte das mal frei. Stahl-Kurzschwert. Jetzt gucken wir mal. Ich bräuchte dann in dem Sinne 1, 2, 3, sagen wir mal 5 Stahl-Kurzschwerter, wenn wir bauen könnten und 5 Schilde, dann sind die ein bisschen stabiler. Wapnir. Den können wir eigentlich mit einsetzen normal. Der hat nur keine so eine Rüstung bekommen. Ich guck mal eben, was es kostet. Stahl-Kurzschwert. Hier, ne? 22 Stahl. 110 Stahl, Leute, und Sticks. Stick mir weg. 110 Stahl. Wie viel Stahl hast denn du? Er hat doch 110 Stahl. Ah, dann baue ich jetzt diese 5 Kurzschwerter. Ist dann offensichtlich momentan ja. Da steht. Verstehe es nicht ganz. Kann das sein? Ach so, ja, weil die im Einsatz sind, ne? Also 5 Kurzschwerter. Und dann baue ich natürlich denen am besten auch noch ein Schild. Dann haben sie ein bisschen mehr Rüstung. Wie habe ich denn das jetzt geschafft? Achso, den muss ich beim Rüstungsmacher oben machen. Ne? Gucken wir mal kurz. Die können ja schon mal durchlaufen. Und ich würde für den Fall, dass Steinnasen kommen, einen der legendären Kolben, die wir gefunden haben, nehmen. Auch auf die Gefahr, dass ich ihn nicht reparieren kann. Sag mal, so ein Blade-Schmied haben wir noch keinen gefunden. Gell? Dann wären nämlich unten die Waffen stärker geworden. Müssen wir uns auch drum kümmern. So, ich gehe mal ganz kurz. Wo war denn der Rüsi? Bist du der Schildemacher? Du bist der Schildemacher. Mein bestes Schild, das ich aktuell machen kann, hat wie viel Rüstung? 37. Ja, dann machen wir dieses 37er Schild fünfmal. Das heißt 15. 15. Und 100. So. Oh, wo habe ich denn das? Ich hoffe, ich habe noch was übrig. Wenn nicht, geht es ohne Schild.
Schabdabidubidubi. Nee. Dann gibt's keine Schilder. Doch, hier. Aber das reicht ja nicht für alles, oder? So viele, wie ich machen kann, baue ich. Die gibst du mir mal komplett mit. So, das waren die letzten Vorbereitungen. Jetzt lassen wir das über uns ergehen und treten damit ins Zeitalter nach der zweiten Säuberung hoffentlich heute ein. Hoffentlich so stabil, wie wir jetzt dran stehen. Und dann geht's los. Dann geht's los. Dann machen wir uns die Dinge, die der Koneless braucht. Der kriegt als erstes dann eine coole Rüstung. Dann brauchen wir ein Rüstungsset für unsere Nahkämpfer. Beziehungsweise für Beweglichkeit und Stärke. Möchte ich schon so ein bisschen einen Unterschied drin haben. Und dann bin ich mal gespannt. Das war dieses hier, gell? 8 Stück, also 1, 2, 3, 4, 5 von den Schilden. Bam, bam, bam. Jetzt muss ich kurz auf Kolbensuche gehen. Ich habe nämlich einen Legendär. Habe ich den dir gegeben? Nee. Du kriegst aber gleich auch eine Ausrüstung, eine gescheite. Hier. Das tausche ich jetzt tatsächlich einfach um. Dann habe ich den Kolben heute dabei. Falls Steinnasen kommen. Was hat denn sie für eine Waffe? Sie hat ja, weißt du was, dann gebe ich dir das Schild und baue mir auch mal noch eins. Das reicht. Wieso hast du 1000 Sticks? Ist halt eine Narkose, wer weiß, was der für Hobbys hat. So Leute, das war's. Komm, wir gucken mal, ob die Schwerter schon fertig sind. Wenn nicht, mache ich hier einen kleinen Schnippler. Dann rüsten wir die noch gemütlich aus, stellen sie auf und dann machen wir Go. Hallo mein Freund, ich bin der Typ, der dir die Schwerter in Auftrag gegeben hat. 3 Stück. Jo, also das sind ja schon mal... Die 3 Starken, die kriegen die schon mal als allererstes. Schubdubidu. Das heißt, ich tausche jetzt, aber wir könnten ja zumindest einen mit Dolche. Ich meine, es macht ja auch Blutungsschaden. Die Frage ist natürlich, ne? Nee, ich mache das mal mit den Kurzschwertern. Was haben die überhaupt? Also Beweglichkeitswaffe 16, die haben halt auch Rüstungsdurchdringung. Das ist mit Sicherheit nicht verkehrt, wenn wir das machen. So, du hast gar keine Waffe, das ist natürlich auch eine Geschichte. Und dir nehme ich den weg, weil es eine Stärkewaffe ist und du auch ein Beweglichkeitskämpfer bist. So, die 3 haben schon mal ihr Schwert. Die 2 kriegen jetzt noch eins. Jo, das werden wir schon packen. Ich meine, Stufe 4 ist ja jetzt nicht unendlich. Weißt du? Und in dem Gebiet, das habt ihr mir ja auch erklärt, je höher ich in den Norden komme, desto schlimmer werden die Säuberungen. Das heißt, irgendwann, wenn man dann oben so einen kleinen Zwergenbunker, weißt du, wie ich immer gern baue, müssen wir mal gucken im Eis. Suchen wir so eine schöne Stelle. Ja, vielleicht mit ein bisschen natürlicher Umbauung und dann gucken wir mal. So, dann machen wir das gleiche Spiel einmal hier. Gibst mir mal den Dolch. Das lasse ich ihm. Scharwübelchen. Die haben auch unterschiedliches Futter drin. Hier er zum Beispiel, weil ich den dann doch noch ein bisschen mehr auf Beweglichkeit gern bringen möchte. Sternmetallschwert ist ein Stärkeschwert, ne? Dann kriegst du auch dein Kurzschwert. So. Ich feiere das gerade so ein bisschen. Mir macht es nämlich unheimlich Spaß, die auszurüsten und so. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir mal nur eins. So. Das war's. Das heißt aber, bevor wir dann jetzt morgen vielleicht losgehen. Weißt du, es ist halt schon cool, wenn die... Der hat jetzt 1600 Leben. Ich meine, der ist jetzt nichts Besonderes und so. Ja, der hat hier seine Misch... Eigentlich hat er gute Beweglichkeitswerte. Und, er hat 474 Rüstung. Sag mal, zählt es gar nicht bei den Thralls auf mit der Rüstung? Dann bringt es ja gar nichts, dass sie Schilder haben. Oder zeigt es es nur nicht an? Egal, jetzt mache ich es, dass es einfach Sinn ergibt. Ich weiß nicht, ob die auch blocken können oder sowas. Das macht so Laune, die auszurüsten. So, alle 3 haben sie jetzt diese Beweglichkeitsrüstung von uns bekommen. Sie haben ein Schild, sie haben das Beweglichkeitskurzschwert. Die hier ist immer so eine kleine Ausnahme irgendwie noch. Die lassen wir jetzt auch mit Dolche. Habe ich zufällig bessere Dolche? Du hast Adalas. Du hast auch Adalas. Nö, das lassen wir dann einfach jetzt so. Gehen wir hier nochmal kurz gucken. Die haben auf jeden Fall alle eine Nahkampfwaffe und ein Schild. Und dann haben wir ihn noch. Jetzt weiß ich gar nicht, was hat denn der? Der hat einen stählernen Kolben. Weißt du was, dann gebe ich dir das Sternmetallschwert, ja? Und dann baue ich noch ein Schild. Kann man ja nachher dann auch wieder neu farmen, wenn man was braucht. So, und da ist nämlich der auch ausgerüstet. Perfekt. Also, dann würde ich doch mal ganz einfach sagen, er wird hier so der letzte Wächter, bevor die hier hochbrechen.
Und er kriegt zur Seite gestellt den Tugra. So, und alle anderen müssen wir irgendwie vor. Das heißt, der Dreier Bogenschütze. Warte mal, folgt mir mal kurz. Dreier Bogenschütze. Also folgen geht anders. Und ich würde sagen, unser Narkose. Die bewachen mit uns den Haupteingang. Komm her. Folgen. Folgen. Weil hier werde ich hauptsächlich stehen und wenn ich merke, dass wir hier... Oh, den da oben habe ich vergessen, aber an den kommt ja keiner ran. Ja, ich würde euch am liebsten hier so zwischendrin stehen lassen. So. Dann haben wir hier schon mal zwei. Dann haben wir hier oben letzte Instanz die beiden. Folgen. Folgen. Die stelle ich hinter. Da kommt dann Dalincia dazu. Und den Stärkekämpfer tue ich hier noch mit irgendwo verteilen. So, und wir sind ja auch noch ein Mann. Das heißt, wir hupfen ja auch noch hier in der Gegend rum, ne? Und der Blutwurz wird mitkämpfen. Habe ich dich jetzt auf Folgen genommen? Weil der Blutwurz ist mittlerweile gar nicht schlecht, ne? Achso, ja klar, dies war ja hier mein neues Pärchen, das ich da kreiert habe. So, Leute. Wir Chivansock verkehren. Wie gesagt, unten der Bereich, der ist jetzt dann Geschichte. Ach, die habe ich ja auch noch, Leute. Habe ich schon wieder vergessen. Hier, Joshua. Zack. Dir stelle ich den Dings an die Seite, der Bestienschreck. Ich nehme an, dass wir hier am meisten zu tun haben werden. Wie gesagt, die unten sind oben mittlerweile verteilt, ne? Die wir unten hatten, da die Besoffenen. So, Spatzel, du kommst mit Hindere. Und ich nehme hier noch einen mit Hindere, und zwar meinen Bragi. Es macht so Spaß. Also so 20 Minuten diese Säuberung, ja? Durch das, dass wir es manuell triggern. Und das ist jetzt hier ist auch mehr oder weniger jetzt schon das erste Mal auch ein bisschen. Nee, weißt du, ich sollte hier nicht zu viele hinmachen. Ich mache sie hier hin. Und die anderen zwei vorne. Ich habe nämlich das Gefühl gehabt, die letzte Säuberung, dass vorne mehr los war wie hinten. So. Und wenn man jetzt irgendwo... Wenn wir jetzt irgendwo eine dritte Front haben, mit der ich gerade nicht rechne, dann geht's ab. Also hier stehen jetzt vier. Da stehen zwei, wobei ich nicht glaube, dass die so weit durchkommen. Bragi, mein Freund. Du hier und du kommst noch mit hinterher, dass ein bisschen das Gleichgewicht stimmt. Weil hier kann ja nichts passieren normal. So würde ich es jetzt einfach mal machen, ne? Ein Schild habe ich, glaube ich, noch durchlaufen lassen. Das wäre dann mein Schild. Ich hoffe, ich habe jetzt wirklich jedem eine Waffe gegeben und so. So, und wir brauchen jetzt dann gleich... Also Essen müssten sie eigentlich alle so weit drin haben. Siehst du, der hat seinen Fisch. Ich will, dass der noch ein bisschen Beweglichkeit kriegt. Ah ja, jetzt machst du das so, so und so. Du hast deine Verbände. Essen und Trinken habe ich auch. Und ich habe meine Heiltränke. Da machen wir jetzt gar nicht lang rum. Ich schnapp mir nochmal 10 Verbände und 10 Heiltränke. Das müsste jetzt hinhauen. So, und der ist ja auch ein ziemlich starker. Den stelle ich jetzt hier noch dazu. Dann ist die Front auch sicher. Ist das der Enbatu jetzt? Was ist der Enbatu? Wie sieht es bei dir aus? Enbatu hat soweit. Habe ich dem was? Sogar dem habe ich einen Schleimsüppler. Na, aber du, Digga. Dann nimm doch du den hier. Der macht doch mehr Damage, oder? Hä? Zack. So, meine Lieben. Die einzige mit Dolchen, aber da ist ja der Blutwurz als Tank mit bei. So, machen wir es jetzt. Das heißt, ich werde jetzt die Säuberung triggern, guck, dass wir einen Timer kriegen von 2 Minuten und dann schauen wir uns an, was passiert. Ich bin sehr gespannt. Bis gleich. 1:23 geht's los. Die Zeloten von Mitra greifen uns an und zwar hier an unserer Base. Ich habe jetzt die Säuberung auf Stufe 5 von 6 gestellt. Letztes Mal hatten wir sie auf 3, da war nicht wirklich viel los und das Ziel ist ja auch ein bisschen rauszufinden, wie stabil sind wir aufgestellt? Wo müssen wir noch was ändern, was verbessern? Die Zeloten sagen mir jetzt persönlich gar nichts. Und ich habe natürlich hier nochmal umstellen müssen. Wabnir und der Narkose, die begleiten mich. Weil es kann ja sein, dass ein Named mit dabei ist. Deswegen haben die aktuell ihre Keule. Ist mein Keulentrupp. Und wenn da ein Named dabei ist, würde ich schon versuchen, den irgendwie zu kriegen. Das wäre zumindest mal mein Ziel. Ich würde das jetzt kurz so machen. Und so, die Zeloten vom Mieter. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich keinen Fehler gemacht habe. Indem ich sie auf Stufe 6 gestellt habe, die Säuberung.
Aber viele von euch haben ja geschrieben, hier unten wird die gar nicht so extrem, als wenn man nördlicher bauen. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich mir im Norden mit euch so eine kleine Bunkeranlage baue, die wir dann verteidigen können. Und da habe ich überlegt, ich glaube, die hier waren es, die würden mich saumäßig interessieren, die Grenzlandsteine, dass wir daraus einen Bunker bauen oben im Norden, im Eis drin. Ich halte es mal im Hinterkopf, ja. So 12 Sekunden, der Pfeil ist genau bei mir. Meine Tiere sind soweit in Sicherheit. Hier haben wir im Prinzip jetzt nur noch einen Kämpfer. Durch das, dass ich zwei an mir dran habe. Ich habe ganz vergessen, dass ich ja zwei auch tragen kann. Sie greifen an. Zeloten von Mithra. Jetzt ist natürlich die Frage, wo greifen sie an? Wie viele kommen da? Später, wenn wir den Turm fertig haben, können wir normalerweise vom Turm direkt runtergucken auf alle Seiten. Ja, sie können ja theoretisch. Also ich nehme an, die kommen halt jetzt auch wieder von da. Da hinten kommen sie. Oh, Alter, es sind aber viele. Oh, Alter, sind es viele. Ich dachte, die kommen außer in so kleinen Trüppchen. Ich ziehe denen wieder die Waffen an. Ich hole mir keinen Thrall aus der Säuberung, bis ich richtig fit bin. Warte mal, was ist denn das hier? Erstmal. Okay. Watch out. Ja, aber die. Da ist schon der Erste. Der Erste named ist da schon dabei. Okay, aber ihr seht schon. Aber die sind ja nicht schwer. Das sind halt Priester, ne? Fettes Schwertlader. Joa, die sind ja nicht schwer. Da kann ich ja im Prinzip. Oder kommt schon die nächste Welle? Ist das vielleicht. Pass mal auf, dann gib mir mal. Wir machen das wieder so. Und du. Für den Fall, dass nochmal einer kommt und ich mach die einfach allein Spinde, oder? Wieso heben die sich genau hier am Ding fest? Oh, guck mal hier, der Kohle ist auch mitgekommen. Okay, also ich habe jetzt kurzzeitig Panik gekriegt, weil ich dachte, okay, da kommen aber sau viele. Es sind aber halt ja nur Mithra-Priester. Oh. Ja, das Problem ist, ich muss die jetzt trotzdem, sonst bricht das Spiel wieder zusammen. Ich muss die leider dann trotzdem töten. Ich guck mal, ob ich den nochmal ins Spiel. Komm nochmal so Trüpple. Ich habe erst kurz Panik auf wie Sau, weil so viele sind. Komm mal mit, ihr zwei. Bist du offen denen? Sie sammeln sich neu. Also, das ist das, was ihr gemeint habt, ne? Hier unten ist nicht wirklich. Übel, Mübel. Das kriegst du locker gehalten mit den paar Mänteln, die ich habe. Aber es macht trotzdem Spaß. Aber der Schock war echt. Ich dachte, oh Gott. Wenn die jetzt alle noch so stabil gewesen wären wie die aus Sepamero, hätte ich wahrscheinlich so auf die Fratze gekriegt. Und dass sie hier oben runterkommen, finde ich stark. Letztes Mal kamen sie von da hinten, ne? Jo, ist okay, aber wir machen das so. Ich überlege mir das. Ich hole mir vielleicht das DLC mit den Grenzlandsteinen und dann bauen wir uns im Eis. Später natürlich. Ich möchte erst den Turm mindestens drei Stockwerke hoch haben. Wir können aber schon mal Grundsteinlegung machen, eine Folge. Dass wir hingehen, uns schon mal so eine kleine Hütte aufbauen mit dem Wichtigsten. Schönes Plätzle suchen. Ich hätte gerne eine natürliche Fels, natürlichen Felsschutz, auf dem wir oben bauen, im Eis. Eine schöne Aussicht, einen schönen Background brauchen wir auf jeden Fall, ne? Sammeln die sich jetzt noch oder sind sie schon auf dem Weg? Jo. Wenn ich da mit dem Kolben dreimal durchschlitter und die sind alle tot, dann ist das genauso wie beim letzten Mal, nur dass mehr Leute kamen. Komm, wir gucken mal kurz an den anderen Ecken kurz vorbei, aber ich glaube nicht, dass da viel geht. Der steht betrunken in der Gegend rum. Im Moment ist halt jetzt auffällig, dass sie von vorne wieder kamen. Ich meine, das ist cool. Wenn das immer so wäre. Okay, sie greifen wieder an. Jetzt haben wir natürlich hier hinten gerade. Ich guck mal vorne.
Weil die Säuberungsmechanik als solche finde ich geil. Und da wir diese Folge oder diese Staffel beschlossen haben, dass wir, seid ihr da? Dass wir das gemeinsam triggern immer, wenn es uns danach ist, ist schon recht. Jo, sie kommen wieder von da. Jetzt pass mal auf, dann gehe ich erstmal. Die sind ja für mich machbar, ne? Guck mal, da liegen sie. Ich guck gleich mal, ob ein Name dabei ist. Ich ziehe sie. Ne, bis da ist nichts. Da kann ich schon mal mit der Keule rein. Ja, da brauche ich da schon einen Trank oder so? Wo sind denn meine zwei? Die sind schon da vorne drin. Scheiße, scheiße, ich häng drin. Ich muss einen Trank nehmen. Das ist das Problem. Ich habe mich schon tot gesehen. Manchmal komme ich dann nicht weg, wenn das Q drin ist. Da habe ich tierisch Problem dann. Weil er sich dann irgendwie so komisch dreht, wie du es gar nicht berechnest. Ich glaube, das war der Name für heute, ne? Boah, ist der zusammengezuckt. Ich verbinde mich mal. Ich dachte schon, das war's. Was? Hallo Mord, Digga! Oh. Noss, der Mordbube. Ja, der Mordbube. Hätte ich den zähmen können? Der hat einen Namen gehabt, aber keinen Rand. Der Noss. Ja, da kommt ihr erster Kämpfer da hinten. Allein. Ach, schade, ich glaube, das habe ich versaut. Der Name ist. Vielleicht haben wir aber Glück, es kommt ein zweiter. Ansonsten ist das hier tatsächlich jetzt nicht die Nummer. Okay, ich müsste unten mal gucken. Ich glaube, die reißen mir unten irgendwas ab. Der Bogenschütze da oben ist auch noch nicht so. Es sind halt nur Mitra-Priester, ne? Das ist unser Vorteil, dass die alle nur Stoff tragen, denke ich mal. Hey! Ich meine, da geht's natürlich, wenn ich mit zwei Keulos rumlaufe. Also hier ist jetzt momentan ruhig. Ich muss unten kurz gucken, ob die da unten vielleicht sich irgendwo schon verbissen haben. Ja, ich weiß, mit der Keule ist blöd für euch, aber ich brauche das, falls man eine. Da, guck mal! Die haben hier tatsächlich ein bisschen was abgebaut. Aber überschaubar, ne? Okay, wir haben die, sind alle weg. Komm, wir drücken uns mal die Daumen, dass wir noch ein Named bekommen. Wobei es ein Kämpfer war, gell? Ein Named Handwerker wäre cool. Okay, also diese Ruine, das habe ich halt gemeint, wenn die dann weg ist, ist er halt weg. Weil dadurch verstreut sich das so blöd. Da müssten wir unten Thralls aufstellen, oben welche. Und man sieht auf jeden Fall, dass sie da waren. Das ist ja schon mal schön. Fürs Auge ist es natürlich schöner, wie letztes Mal. Aber es ist echt wie Butter. Ich will einmal ganz kurz hier gucken, ob die zufällig auch was... Nö. Das ist so nach dem Motto, was? War Säuberung? Nö. Verbleibende Zeit 39, also es ist nirgendwo. Kann ja nicht sein, sonst hätten wir jetzt gerade eine Info gehabt, gell? Ja, aber schön. Die hatte ich auch noch nie, diese Säuberung. Die kenne ich noch nicht. Steinnasen kenne ich. Ich glaube, eine Hyänensäuberung hatten wir mal. Die schwarze Hand hatten wir mal. Aber richtig böse wird es im Norden, habt ihr gesagt, gell? Kommen dann da auch Frostriesen mit und so? Übrigens, letztens habe ich es ja davon gehabt. Ein paar von euch haben es auch schon bestätigt. In Neu-Asgard, das war kein Thrall, den ich da... holen wollte zum Zähmen. Das war die Tochter vom Häuptling dort oder was. Und die hat dieses Riesenhorn.
Ihr wisst, was ich meine. Ein Item und dann kannst du den Frostriese beschwören. Ich weiß nicht, ich habe hier nicht unters Röckle geguckt. Da kommen sie wieder. Ihr macht es ja. Ich habe euch extra Essen gekocht und alles. Guck mal, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Kohles. Aber. Ah ja. Können wir vielleicht für einen guten Screenshot uns das User Interface Make machen? Das sehe ich aber nicht, gegen was ich kämpfe, oder? Falls da jetzt ein Name ist, sehe ich es nicht. Ne? Auf der anderen Seite, meine Männer, die betäuben das hier alle, was da rumläuft. Hey, ich mach's wieder rein. Ich lass mir was anderes einfallen. Ich brauche ja eigentlich nur einsammeln, ne, wenn man es genau nimmt. Ja, aber ich brauche keine solche Frontsoldaten so einfach. Was habt ihr da hinten geschmissen? Was auch immer, ist es top, ist es kaputt. Ob sie unten auch wieder kommen? Ja. Ja, die bauen die Ruinen ab. Ich dachte, die sind auf irgendwas Spezielles getriggert. Da ist wieder ein Named. Was, der Schuppensucher? Da ist noch ein Named. Warte mal, ich helfe mal eben mit. Haben sie den? Ist jetzt der Named? Ja, der müsste ja. Habe ich den die Keule wieder ausgezogen? Nee. Aber das wäre mal geil. Ich habe noch nie, glaube ich, einen aus der Perk raus. Also, ich habe, glaube ich, kein Rad mehr. Ist es der Erzpriester? Das geht nicht wirklich. Hey, wenn das der ist, dann ist er tot. Den da. Den nehmen wir jetzt einfach mal hoch. Den nehmen wir hoch. Ja, aber da war doch noch ein Goldener, ne? Ist egal, ich tue den schon mal ins Rad. Ich habe meinen ersten Perk-Thruller. Ist ja gut. Oh, das ist cool. Das macht Laune, freue ich mich. Ja, aber ey, wie ist denn der andere dann gestorben? Oder ist er da noch dabei? Wer bist du? Kohnles. Ich finde es total gut, dass ich den jetzt habe, auch wenn es wieder ein Camper ist, ne? Ich kenne ja einer von euch. Also nicht persönlich, aber halt. Kann mir einer vielleicht sagen, was für einer es ist? Ich habe voll Angst, dass das Spiel abkackt, deswegen mache ich die kurz weg. Da waren doch zwei, ne? Und dieser Erzpriester, ich glaube, der wäre auch cool gewesen, oder? Die bauen hier wirklich das ganze Ding ab. Finde ich persönlich ziemlich krass. Sie sammeln sich neu. Ja, wir haben normalerweise noch eine Welle, könnte eventuell noch kommen. Ey, wir haben... Muss ich einen 1000-Süppler nach Hause holen, dass der im Rad hilft, ne? Oder unseren neuen. So ist es okay. Weil die nicht so super stark sind, ne? So kriege ich das dann auch irgendwie hin. Hast du ja gesehen, wie lange ich gebraucht habe, bis ich mein Dings da rausgeholt habe. Mein Lasso, mein Fesseln.
Bei euch ist alles gut, oder? Ja gut, schade, dass die in der Perk nicht mitleveln, ne? Welches Level hat er? 12 und du? 14 der Narkose schon. Boah, ist halt ein Träumchen, oder? 53 Vitalität, 30 hier. Schon schön. Und hier haben wir die Chance des Wachstums erhöht pro... Also die rollen ja jedes Mal, wenn er auflevelt, gewinnt 1 und je höher halt, ne? Wenn wir das auf Vitalität packen, hätten wir fast 100%. Also 96 Chance. Nee, aber das ist... Okay, das war's. Von der zeitlichen Einstellung her 3 Wellen, ne? Gut. Also hier machen wir auf jeden Fall irgendwann mal nochmal eine. Und zwar auf der höchsten Stufe dann, dass wir sehen, was hier passiert. Ich würde sagen, immer dann, wenn wir... Oh, lass mich mal kurz was gucken. Sobald wir hier ein bisschen weiter rumgezogen haben. Und das ist unsere Errungenschaft hier, ne? Der Kollege. Die Klamotten sind ja cool. Ich dachte, das wäre ein Camper. Das ist ein Priester, haben wir jetzt, ne? Müssen wir die Mitra-Religion vielleicht mal lernen irgendwann. Ja, ihr zwei, ihr habt euren Job gut gemacht. Ich bin richtig, richtig happy. Kriegen sie jetzt wieder ihre Waffen. Und wir gehen in die nächste Folge. Ab jetzt geht's an die Rüstung. Ich kann euch noch nicht hundertprozentig sagen, wann ich das mit der Rüstung angehe. Geht aber davon aus, dass es ab jetzt täglich passieren kann. Ich habe nämlich tierisch Bock auf die Rüstung. So, machen wir das halt so. Irgendeiner hat meinen Kolben von denen. Sehr, sehr geil. Achso, was ich gucken wollte, ja. Da unten haben sie ja auch ein bisschen auf meinen Sturmglasdingern rumgeballert. Ich hatte doch so eine Rüst... Hier, das da. Jetzt bin ich mal gespannt, weil ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie in Conan Exiles irgendwas repariert. Ah, jetzt siehst du aber einige. Aha! Oh, das ist ja gut gemacht. Okay, das heißt, hier habe ich tatsächlich ein bisschen Stabilität verloren. Aber guck mal, minimal oben. 100.000 hat so ein Fundament. Ey, aber cool. Ja, war es doch cool, da siehst du es direkt. Hier. Ey, wieso hat er mir das grün angezeigt? Aber weil ich Holz habe. Der hat aber doch gar, da ist doch gar nichts kaputt. Ist die Markise am Arsch? Nö. Aber er hat 4 Holz reingehauen, hast du gesehen? Dafür bräuchte ich jetzt Steine. Dafür, ne, der ist noch ganz. Ah, jetzt sehe ich es gerade. Gut, und das haben sie angerichtet, weil ich nicht geschnallt habe, dass hier unten auch welche sind. Super. Meine Lieben, das sehen wir uns morgen. Geht davon aus, dass ich hier ein bisschen aufräume, Materialien nachlege, bevor wir uns morgen treffen. Möglicherweise bastel ich mir ein bisschen was, wo uns warm hält und wir gehen einfach mal hoch. Wir waren ja schon mal oben. Ja, wir wissen ja, dass es hier irgendwo drin ist. Ich glaube, das mittlere Gebäude war es damals und wir haben ja hier unsere Base gehabt. Ja, da gucke ich vielleicht nochmal in die Folge, in der wir das erste Mal in die Inni sind. Und dann holen wir uns das Rezept vielleicht morgen. Im Moment wäre mein Begleitschutz... Ich nehme Dalinsia mit. Wollen wir mal gucken. Die habe ich doch auch nochmal gelevelt ein bisschen. Und der Narcos, die zwei nehme ich mit. Oder wir nehmen einen Beweglichkeitskämpfer mit und schauen mal, wie sich der so macht, wenn er die, dieses Kurzschwert hat. Dass ich vielleicht Bragi und Dalinsia mitnehme. Ich guck mal. Ah ne, die habe ich nicht ganz hoch geschafft. Die ist auf Stufe 9. Die würde dann Level 10 werden. Ja, warum nicht, oder? Batu bleibt auf jeden Fall hier. Ich bin dann in der Narkose. Komm, wir gucken mal kurz nach dem Bragi. Irgendeinen hatte ich auf Level 10, da wollte ich mit euch eh noch reingucken, welche Werte der hat. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. War es der Bragi? Ne, der Bragi war der mit minus 5, dem ich dann dran irgendwann geben will, dass diese Perks sich neu auswürfeln. Der Wapnir. Der war Level 10. Irgendeinen? Kommt doch mal mit. Da unten stehen ja noch welche. Joshua war es nicht. Ne, der war auch noch bis Level 9.
Was, er? Level 8? Hier, ich glaube, den da hatte ich gelevelt. Aber das, jo. Hat aber auch schön Leben. Ja, ich glaube, ich nehme die zwei hier mit und dann gehen wir hoch. Alles Weitere dann morgen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Runde. Ich bin immer noch ganz happy, dass ich meinen ersten Perks-Roller hier drin habe. Bräuchte natürlich jetzt einen Zuchtmeister. Und irgendwie ist ja ein Zuchtmeister flöten gegangen, kann das sein? Als ich das Rad abgebaut habe, haben ganz viele geschrieben, meine Exzellin ist weg, meine Hübsche. Aber, ja, du lebst auch noch. Hier ist doch einer, oder? Nee, da ist er, Leute. Der ist nicht weg. Die, also wenn du was abbaust, ich habe nämlich tatsächlich auch gedacht, dass er weg ist, als ich es gelesen habe. Wenn du abbaust, fliegt es ins Inventar. Ich glaube, ich hatte da einen Schnitt gemacht und habe das dann schon entsprechend umgeräumt. Sie lebt noch. Sie lebt noch. Hier ist sie. Ne, also wenn du es in die Tasche zurücknimmst oder mit dem Hammer abbaust, dann geht auch der entsprechende Thrall mit. Du bist aber bleich, als ich dich in Severmero... Bis morgen. Bis morgen, Leute.